Liebe Zuschauer, wir haben noch etwas nachzutragen. Der Parteitag der AfD hier in Augsburg, der findet ja im Vorfeld der Bayerischen Landtagswahl statt. Die AfD in Bayern hat gar keinen, konnte sich auf keinen eigenen Spitzenkandidaten einigen in diesem sehr wichtigen Landtagswahlkampf. Da ist ja der Hauptgegner der AfD zu Hause, nämlich die CSU. Heute Morgen hat sich dann der Landesvorsitzende der AfD in Bayern, Martin Sichert, zur Landtagswahl in Bayern geäußert. Und diese Rede liefern wir Ihnen jetzt nach. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Der DGB hier in Bayern hat gemeinsam mit Linksextremisten dazu aufgerufen, gegen unseren Parteitag zu protestieren. Diese Arbeitnehmerverräter, die sich nur noch für linksgrüne Gesellschaftsexperimente interessieren, anstatt die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten. Vor unseren Parteitagen steht das Pakt, das jahrzehntelang Deutschland im Würgegriff hatte, und es schreit, es pfeift, es zerstört Eigentum und greift harmlose Bürger an. Gestern erst wieder wurde von einem AfD-Kandidaten das Haus hier in Augsburg massiv beschmiert. Liebe Freunde, aber wir wissen, Ihre Rufe sind Schreie der Verzweiflung, denn Sie wissen, dass wir Ihnen die Deutungshoheit über unser Land weggenommen haben. In Bayern haben diese linken Extremisten nun neue Freunde gefunden. Die CSU nutzt inzwischen nicht nur die Sprache der Antifa, sondern sie demonstrieren sogar gemeinsam Seite an Seite gegen die demokratische AfD. Eine Partei wie die CSU, die pöbelt wie auf dem Pausenhof und mit gewaltbereiten Feinden von Demokratie und Freiheit gemeinsame Sache macht, die mag vieles sein, aber mit Sicherheit keine staatstragende Partei. Diese neue Freundschaft hat gestern übrigens ein paar kleine Risse bekommen. Denn als der Augsburger Oberbürgermeister Griebel von der CSU auf der Demo gegen uns gesprochen hat, da wurde er von seinen neuen Freunden mit Eiern und Tomaten beworfen. Unser Mitleid hält sich da in Grenzen. Denn wer wie die CSU mit Extremisten ins Bett geht, der darf sich nicht wundern, wenn er am Morgen mit einem Kater aufwacht. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa ist inzwischen das Zeitalter der Patrioten angebrochen. Die internationalen Medien haben das begriffen, einzig einige staatstragende Medien in Bayern noch nicht. Wenn nächste Woche im Bayerischen Rundfunk Jetzt red i zum Thema Asyl in Freilassing direkt an der Grenze veranstaltet wird und man weder einen Vertreter der AfD einlädt noch zulässt, dass der ortsansässige Kandidat dort in der Sendung eine Frage stellen darf, dann wissen wir, warum wir fordern, den Rundfunkstaatsvertrag in Bayern zu kündigen und die Rundfunkgebühren abzuschaffen. Liebe Freunde, die Landtagswahl, die vor uns liegt, sie wird nicht nur Bayern verändern, sie wird nicht nur Deutschland verändern, sondern ganz Europa. Die CSU, sie ist ein wichtiger Pfeiler in Merkels Machtsystem, aber die CSU, sie hat nur Bayern. Und mit der Selbstherrlichkeit der CSU ist es diesen Herbst spätestens vorbei. Dafür werden wir alle gemeinsam sorgen. Liebe Freunde, in den letzten Tagen und Wochen haben ganz viele Menschen in diesem Land eines gesehen: AfD wirkt. Wie sagte es Alexander Gauland nach der Bundestagswahl? Wir werden sie jagen. Und nun, liebe Freunde, sehen wir, wie sie anfangen zu rennen. Die CSU, sie ist verzweifelt, sie hat uns jahrelang ignoriert und versucht, so zu reden, als würde sie unsere Forderungen vertreten. In ihrem Handeln jedoch ist sie all die Jahre treu wie ein Schoßhündchen hinter Merkel hergelaufen und sie tut es weiterhin. Die CSU knickt wieder ein. Söder hat gestern Mittag den faulen Kompromiss der EU begrüßt.
Im Europaparlament hat die CSU Anträgen zu weiterer Armutszuwanderung wie dem Compact of Migration nicht nur zugestimmt, nein, sie hat diese sogar als Fraktion mit eingebracht. Im Bundestag hat die CSU zuletzt vor 2 Wochen ganz geschlossen gegen Grenzkontrollen gestimmt. Und in Bayern werden, das gibt selbst Markus Söder offen zu, bis heute nur 3 von 90 Grenzübergängen kontrolliert und selbst diese Grenzübergänge erst zum Teil Kilometer hinter der Grenze. Gleichzeitig redet die CSU von Grenzpolizei, von Grenzkontrollen, von Zurückweisungen an der Grenze. Es ist dieselbe Partei, die mit ihrer Politik dafür sorgt, dass unsere Grenzen offen stehen wie ein Scheunentor. Das, liebe Freunde, ist so verlogen, dass immer mehr Bürger in Bayern merken, dass man sie hinters Licht führt. Spätestens nach gestern, als Söder diesen faulen Kompromiss begrüßt hat, sollte jeder wissen, dass es eine bürgerliche und konservative Politik in Bayern nur mit einer Stimme für die AfD geben wird. Innenpolitisch ist die Lage inzwischen auch in Bayern außer Kontrolle. Parallelgesellschaften machen sich breit und der Respekt sogar vor Einsatzkräften erschwindet. Die Sicherheitslage ist so desolat, dass dieses Wochenende den Soldaten in Augsburg verboten wurde, Uniform zu tragen. Es ist eine Schande für unser Land, wenn der Staat vor Extremisten zurückweicht. Immer wieder werden Polizisten verletzt, weil Asylbewerber sich zusammenrotten und die Polizei angreifen. Der traurige Höhepunkt der Angriffe auf Rettungskräfte war vorletzte Woche der Angriff auf eine Notärztin bei München, die schwer verletzt wurde, als ihr aus 1,5 Metern Entfernung eine volle Whiskyflasche mit voller Wucht von einem Eritreer ins Gesicht geschleudert wurde. Wir wünschen ihr von hier aus alles erdenklich Gute. Mit einzubeziehen. Aus meiner Sicht, Julian Flack hat es ebenfalls schon gesagt, ist das gar nicht notwendig. Es ist geregelt, dass der Regionalverband dort... Ja, liebe Zuschauer, da gab es jetzt eine Sendestörung. Martin Sichert, der Landesvorsitzende der AfD in Bayern. Ich gebe jetzt zunächst mal weiter zu meiner Kollegin Doris Müller. Ja, vielen Dank, Alexander Keller. Wir sind noch mitten in den Satzungsänderungsanträgen. Inhaltlich geht es jetzt gerade in einer Debatte darum, ob über die Aufnahme der Vorstand nur des Kreisverbandes oder auch der Regionalverband entscheiden kann in einer Wenn- oder Aber-Situation. Aber letzten Endes sollte immer der Kreisvorstand quasi als Votum über die Mitgliederaufnahme entscheiden. Danke. Silvanes Mikro, bitteschön. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Hünig. Ich bin der Geschäftsführer des Landesverbandes Brandenburg. Und ich möchte nur deswegen über den Handantrag nochmal sprechen. Wie ist denn die Realität, wenn der Kreisverband handlungsunfähig ist, dann muss logischerweise der Landesverband über eine Aufnahme entscheiden. Unter Umständen dauert die Neuwahl eines Kreisvorstandes 3 Monate. In diesen 3 Monaten nimmt dann der Kreisverband keine Mitglieder auf. Deswegen würden wir bei dem Antrag von Herrn Hand Beschlussfähigkeit durch Handlungsunfähigkeit ersetzen, bitte. Ja, das machen wir dann auch schriftlich, wenn Sie das wollen. Kann ich machen. Dankeschön. Derweil am gelben Mikrofon, bitte. Ja, Glock, Thüringen. Ich spreche zu dem Antrag, den hier jeder sehen kann, 2.3. Ich denke, dass das so nicht geht. Wir können nicht reinschreiben Kreis-Regionalverbandes, weil wir haben in Thüringen zum Beispiel die Situation, es gibt Kreisverbände. Dort sollen Regionalverbände als Untergliederungen gegründet werden, weil sie sich an den kommunalen Grenzen orientieren und nicht an den Wahlkreisgrenzen. Wir wüssten also dann in dieser Fassung überhaupt nicht mehr, wer zuständig ist. Wir hätten also eine Kompetenzverwirrung und ich bin immer für klare Regelungen, um Streit zu vermeiden. Danke. Ja, und an dieser Stelle gebe ich wieder ab zu Alexander Kähler. So, jetzt ist die technische Störung des Redebeitrags von Martin Sichert, dem Landesvorsitzenden der AfD in Bayern, behoben. Er sprach ja hier auf dem Parteitag zur Landtagswahl und wir setzen jetzt an dieser Stelle wieder ein. Im beschaulichen Walskreiburg war die Polizei mit 150 Polizisten inklusive Sondereinsatzkommando stundenlang beschäftigt, damit ein Asylbewerberheim wieder unter Kontrolle zu bekommen. Im Nachgang gab es dann ein Gespräch mit den ortsansässigen Bürgern, bei dem nur jene reden durften, die nicht sehr emotional waren
Und das fällt berechtigterweise vielen Bayern in so einer Situation schwer. Trotzdem wurde dort eine große Masse an Problemen genannt. Ich nenne mal nur einige davon, die dort aufgeführt wurden. Im Supermarkt gibt es lange Schlangen, weil sie für 5 Euro einkaufen, aber nur 1 Euro dabei haben und erwarten, den Rest geschenkt zu bekommen. Etliche urinieren in die Gegend oder an die Wand des Supermarkts. Der Weg zu einer Kirche ist regelmäßig kotverdreckt. Vor einem Vereinshaus sitzen sie auf den Parkbänken und belästigen respektlos jene, die zu den Vereinen wollen. Kinder, die auf dem Schulweg an dem Asylbewerberheim vorbei müssen, werden angefasst und fotografiert. Und jetzt fragen wir uns, was sind die Lösungsvorschläge der CSU? Anstatt dass man sich um Grenzkontrollen kümmert, anstatt um eine harte Hand gegen all die Rüpel, die sich hierzulande benehmen wie im afrikanischen Busch, anstatt dass man den Menschen wenigstens beibringt, sich hierzulande an unsere Werte zu halten, sind die Vorschläge der CSU, dass man die Parkbänke abbaut und den Sicherheitsdienst vor dem Asylbewerberheim erhöht, wenn die Kinder zur Schule gehen. Liebe Freunde, mehr Verachtung kann man gegenüber den eigenen Bürgern kaum haben. Für solche Unverschämtheiten wird die CSU diesen Herbst auf dem Wahlzettel die Quittung bekommen, denn die bodenständigen Menschen in Waldkraiburg wollen solche Zustände sicherlich nicht haben. Ich kann euch eins sagen, ich freue mich auf das Wahlergebnis nicht nur in Waldkraiburg, sondern in ganz Bayern. Von Leuten aus anderen Bundesländern werde ich immer mal wieder gefragt, wie steht's denn in Bayern um die SPD? Da kann ich euch berichten, wir Bayern sind fortschrittlicher als der Rest in Deutschland. Die Scharia-Partei Deutschlands, die ist in einigen Bereichen in Bayern unbekannt und in den anderen Bereichen ist sie unbedeutend. Ja, sie ist inzwischen sogar so verzweifelt, dass sie in Bayern Wahlrecht für Ausländer fordert, denn in der einheimischen Bevölkerung scheint sie schon keinen mehr zu finden, der sie noch wählt. Aber dazu ist unsere Haltung ganz klar. Das Wahlrecht kann nur am Ende einer gelungenen Assimilation stehen. Nur wer unsere Werte übernommen hat, der darf hierzulande Wahlrecht bekommen. Das Wahlrecht darf niemals ein Wahlgeschenk werden. Die SPD, sie wird auch dafür die verdiente Quittung bekommen und darf im Herbst dann in Bayern um den 4. Platz kämpfen. Liebe Freunde, wir von der AfD in Bayern, wir sind breit aufgestellt. Wir haben knapp 5000 Mitglieder, die sich in 50 hochaktiven Kreisverbänden organisieren. Wir sind in der Fläche stark, wir sind viele und uns eint alle eine Mission, nämlich die Rettung unserer Heimat. Wir haben ganz bewusst keinen Spitzenkandidaten gewählt, denn für uns sind die Inhalte wichtiger als Personen. Und wer uns angreifen will, der muss sich mit unseren Inhalten beschäftigen. Und da wissen wir, wir haben die besten Argumente. Die CSU, sie hat uns zum Feind Bayerns erklärt. Aber wir werden im Wahlkampf zeigen, dass wir die einzig wahren Freunde Bayerns sind. Wir werden die Schaumschlägerei der CSU entlarven. Sie stellen im Bund und sie stellen im Land den Innenminister. Sie könnten für Ordnung sorgen, aber sie wollen nicht. Zwei Zurückweisungen an der Grenze in einer Woche, die werden als Erfolg verkauft, während weiter Tausende illegal einreisen. Die CSU, die ist so abgehoben, dass sie glaubt, dass die Wähler so dumm sind, dass sie ihnen ihre Pseudo-Erfolgsmeldungen abkaufen. Die Wahl im Herbst diesen Jahres macht die CSU damit zum IQ-Test und ich bin mir sicher, den bestehen in Bayern deutlich mehr als der CSU lieb ist, liebe Freunde. Wir von der AfD, wir zeigen im Wahlprogramm klare Kante. Wir stellen uns gegen den Islamunterricht und gegen die Unterstützung von Extremisten jeder Art. Und es ist traurig, dass wir mit diesen beiden Positionen ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wir wollen wieder ein leistungsorientiertes Schulsystem. Wir wollen die Bürokratie, unter der Vereine und ehrenamtlich organisierte Dorffeste leiden, deutlich reduzieren.
Wir wollen als einzige Partei echte Grenzkontrollen und dem Rechtsstaat wieder zur Geltung verhelfen, indem jede Straftat, auch die der illegalen Einreise, endlich wieder konsequent verfolgt wird. Und die wohl wichtigste Forderung in unserem Programm, das ist die Forderung nach direkter Demokratie, nach Schweizer Vorbild. Nach Jahrzehnten der selbstgefälligen Politiker auf Bundes- und Landesebene nehmen wir ihnen die Macht weg und wir legen sie wieder dahin, wo sie hingehört, nämlich in die Hände des Volkes. Gemäß der aktuellsten Umfrage verlieren 39 Abgeordnete von CSU und SPD ihr Mandat im Landtag im Herbst. Aber ich sage euch, da geht noch deutlich mehr. Denn die Zeit der alten Volksparteien, die ist vorüber. Das Zeitalter der AfD ist angebrochen. Wir rufen euch alle auf. Kommt diesen Herbst nach Bayern oder spendet für unseren Wahlkampf. Jeder Cent und jede helfende Hand, die wird gebraucht. In Bayern herrscht ein großer Durst nach einer echten demokratischen und bürgerlichen Alternative. Lasst uns gemeinsam diesen Durst löschen, denn diese Zeit ist unsere Zeit. Deutschland ist unser Land, Bayern ist unsere Heimat. Und hier gewinnen wir gemeinsam die entscheidende Schlacht um unsere Zukunft. Vielen Dank, liebe Freunde.